Guten Abend, liebe Fußballfreunde in Österreich. 24.000 Zuschauer beim ersten Fußball-Europacup-Spiel der Landesmeister zwischen Föst Linz und dem spanischen Titelträger CF Barcelona. Anstoß haben die Linzer, die in der ersten Spielhälfte auf ihrem Bildschirm von links nach rechts in den hellen, in den weißen Dressen haben werden. Die Auslosung ergab das erste Spiel in Barcelona. Man hat aber getauscht und ist mit dem ersten Match nach Linz gegangen. Erster Angriff der Linzer, Milanovic. Huberts. Die Aufstellung des CF Barcelona. Ich gebe es Ihnen gleich, wie die Elf wirklich spielt, mit Mora Nummer 1 im Tor, mit Riffe, Torres, Costas und De La Cruz in der Abwehr, mit Juan Carlos, Neskens, Asensio und Martial im Mittelfeld, also mit vier Mann im Mittelfeld. Erstes Foul an Johann Cruyff. Und nur mit Claras und Cruyff als Angriffsspitzen. Sie werden vielleicht bei Cruyff die Nummer 14 vermissen, die er immer getragen hat bei Ajax, die auch jetzt in der spanischen Meisterschaft und im holländischen Team trägt, aber im Europacup muss von 1 bis 11 durchnummeriert werden. Die Föst spielt mit Fuchsbichler im Tor, mit Kircher, Kottan als Vorstopper und Kreuzbewacher, Brčić als Libero und Hubert als linker Verteidiger. Mit Milanovic, Ullmann und Scharmann im Mittelfeld. Und mit den Angriffsspitzen Sterling, Lorenz und Larionovs. Das ist Ulmer bis zuletzt verletzt, aber konnte doch im letzten Augenblick mit Injektionen fit gemacht werden. Riffe und Larionovs. Lorenz. Aber vor ihm Costas. Einwurf durch Milanovic. Schiedsrichter ist der Ungar Gyula Emsberger. Ein international sehr erfahrener Mann aus Tatabánya. Der spanische Keeper Mora, ist zuletzt einige Male im Unter-23-Team der Spanier zum Einsatz gekommen. Nummer 3, das war Torres, der Libero und Kapitän der Spanier. Auch nicht mehr der Jüngste, schon 31 Jahre alt. Überhaupt die gesamte spanische Verteidigung mehr oder weniger überaltert. De La Cruz, der Vorstopper 27, Riffe, der rechte Verteidiger 32. Eingeworfen hat Kottan. Ein Ungar, der von MTK vor 3 Jahren zur Föst gestoßen ist. Sterling gegen Wales in Superform. Freistoß für die Föst. Scharmann und Mora. Noch 10 Minuten im Linzer Stadion zu spielen, im ersten Europacup-Spiel der Landesmeister zwischen Föst Linz und dem CF Barcelona, Stand 0:0.
Larionovs. Scharmann. Abgeblockt war Ulmer, das ist Milanovic. Brčić. Kein Abseits. Das wäre die Möglichkeit für die Föst. Tor! Oder nicht, Hand oder nicht. Handspiel, ganz klar. Schiedsrichter Emsberger hat es gesehen. Wir schauen uns das jetzt noch einmal an. Es kommt Hubert, der linke Verteidiger der Linzer. Der Torhüter ist viel zu weit heraus, das heißt, er ist überhaupt aus seinem Strafraum sogar heraus. Jetzt passen Sie auf, jetzt kommt die Flanke von Hubert. Ein spanischer Verteidiger läuft mit. Mit Larionovs. Jetzt Achtung, naja, schauen Sie, wie er mit der Hand, mit beiden Händen sogar. Beiden Händen schlägt er den Ball ins Tor. Larionovs gibt natürlich nicht. Abstoß vom Gehäuse der Spanier. Inzwischen hat es eine gelbe Karte gegeben, und zwar für Torres. Und bei dieser Situation, wo Hubert nach vorgegangen ist, Hubert war wahrscheinlich doch abseits, aber der Linienrichter stand direkt an der Mittellinie und er konnte es einfach mit bestem Willen nicht sehen. Wir sitzen sehr günstig hier oben. Auf alle Fälle große Möglichkeit für die Linzer. Ist ja fast keine echte Torchance für die Spanier. Asensi. Voll eingeworfen. Ball muss mit beiden Händen über den Kopf gezogen werden. Wahrscheinlich haben die Linzer doch etwas zu viel Respekt vor den Spaniern. Sie kommen meist nur mit zwei, drei Leuten. In einigen Phasen haben wir doch gesehen, dass die spanische Verteidigung aufzumachen ist. Golf! Scharmann. Larionovs, wieder Scharmann. Es müsste eigentlich der Wechselpass kommen, denn darüber stehen Stering und Ulmer. Lorenz. Zu klein, klein. Juan Carlos. Und De La Cruz. Ja, ja, Foul von Greif. Oh, Leskens ist da ganz schön hineingestiegen. Milanovic. Endlich der lange Pass. Zwar nicht genau. Asensi.
glaube, Sie haben sich jetzt mit den einzelnen Spielern schon etwas vertraut gemacht. Ich brauche Ihnen die Namen nicht immer nennen. Aber ein Lob bisher für Kotter. Macht seine Sache sehr gut. Das ist er. Stämmiger Bursche. Getreten, indirekter Freistoß, getreten von Willi Huberts. Schön gemacht, schön hineingehoben von Greuth. Ebenso schön geköpfelt von Neskens. Mit viel Effet, mit Fälschung ist dieser Ball hineingekommen. Ich sehe das jetzt noch einmal. Greuth versucht, wenn sie mir mit dem Außenriss diesen Ball hineingefälscht hat. Und knapp. Gehäuse der Linz vorbei. Es war die beste Möglichkeit der Spanier bisher. Mittlerweile nicht passiert, da hat der Mora. Noch 2 Minuten bis zum Pausenpfiff. Schlechter Ausschuss. Stering. Ulmer würde sich operieren, da ist Ulmer. War schlecht gemacht. Stering. Larionovs und Lorenz werden mitgekommen, aber etwas weiter zurückhängen. Unglaublich, diese Übersicht auf die Greuth besitzt. Auch ein sehr faires Spiel bisher. Mir fast das Herz stehen geblieben. Schauen wir uns das noch einmal an. Alles wartet auf die Flanke. Fuchsbichler ist nicht ganz schlüssig, soll er hinausgehen oder nicht. Er geht dann zurück. Martial köpfelt und einen Millimeter am Pfosten vorbei. Und hier Neskens. Jetzt auch in diesen letzten Phasen vor dem Pausenpfiff 2 gute Möglichkeiten für die Spanier. Das ist der Pausenpfiff von Schiedsrichter Emsberger. Föst gegen CF Barcelona nach 45 Minuten torlos 0:0. Die zweiten 45 Minuten haben begonnen. Die Spanier im
dunklen Dress auf ihrem Bildschirm jetzt von links nach rechts. Sie führt die ganze Welt von rechts nach links. Beide Teams haben nicht gewechselt. Tottenham hält sich ausgezeichnet bisher gegen Golf. Asensi durch den. Die Fürst muss natürlich jetzt, falls sie irgendeine Chance sehen will, doch komplett auf Angriff spielen. Dann muss sie immer wieder das Rückspiel einkalkulieren. Schön geschossen, und zwar von Ulmer. Wir schauen uns das noch einmal an. Ulmer, schon am Ball. Mit dem linken Fuß. Aber der Torhüter wäre ganz genau dort gewesen. Wäre dieser Ball in die Ecke gegangen. Dann Carlos. Vorteil nach diesem Handspiel von De La Cruz. Ulmer wieder. Kircher. Schöne Chance für die Fürst. Aber Larionovs ist zu Fall gekommen oder etwas zu Fall gebracht worden. Es gab für beide Teams in diesem Spiel bisher nicht viele Möglichkeiten, würde etwa sagen, 2:2 nach Schaden. Ulmer jetzt viel offensiver als in der ersten Spielhälfte. Ulmer wollte einen Foul gesehen haben, ein Abdrängen, aber der Linienrichter hat auf Torabstoß entschieden. Larionovs. Alles in allem gesehen, die Spanier doch enttäuschend bisher. Man hat sich mehr erwartet. Gerade eben, weil Cruyff und Neeskens in dieser Mannschaft spielen. Aber man muss doch froh sein. Und die Fürst war es ja auch, so einen profilierten, so einen prominenten Gegner bekommen hat. Denn einen FC Barcelona würde man so einem franchise Spiel einfach nicht nach Österreich bekommen. Neeskens, Martial. Spanier verlangen für ein Freundschaftsspiel rund 1 Million Schilling. Noch einmal Neeskens. Haben Sie gesehen, wie er gesucht hat, den freistehenden Mann? Da ist der Pass für Martial. Aber auch Buxbich hier sehr gut reagiert. Kottan, Kircher, Ulmer.
wieder Tottern. Sterling. Und es war ein richtiges Jubiläumsgeschenk dieser FC Barcelona, denn der Sportclub Föst feierte heuer das Jubiläum anlässlich des 25-jährigen Bestandes. Da ist diese Mannschaft gerade gekommen. Sterling, Paul, jawohl, von Richter. Tottern dürfte schießen. Oder Ulmer. Tottern kurz abgespielt, Ulmer. Herrlich, diese Bilder immer wieder von der Torkamera. Man bekommt einen ganz anderen Eindruck von einem Spiel. Hier sehen Sie eine Kamera, ebenfalls eine Torkamera, auf einem Kranwagen der Feuerwehr. Diese Kamera kommen wir dann immer wieder diese herrlichen Bilder aus der Torperspektive. Sie machen Fehler in der Abwehr der Spanier. Das Match hat jetzt viel an Spannung, an interessanten Szenen gewonnen. Es ist spannender geworden. Trainer Senekovic hat zur Pause den Auftrag gegeben. Die Mannschaft muss mehr stürmen. Man hat sich doch in den ersten 45 Minuten etwas mehr zurückgehalten, hat nur mit 2-3 Angreifern operiert. Und man hat ja nur eine ganz, ganz kleine Chance, wenn man jetzt voll auf Angriff spielt. Denn ein 0:0 wird für das Rückspiel zweifellos zu wenig sein. Jetzt in den zweiten 45 Minuten einfach mehr Druck hinter den Aktionen. Riffe, Martial und Neeskens. Achtung, das ist gefährlich. Juan Carlos. Nicht zum Schuss gekommen. Milanovic. Kapitän der Linzer, Lorenz, Cruyff. Charman, Kircher. Und Willi Huberts. Larionovs. Sterling hat sofort geschossen. Charman. Kircher. Wieder schöner Schuss, wir haben sie ihn von Kircher. Schauen wir uns das noch einmal an. Lorenz legt auf und Kircher sofort geschossen. Und Mora. Aber nicht genug gezielt. Nicht genug gut gezielt und leider Ulmer im Augenblick an der Outlinie. Ein Ersatzspieler wärmt auf. Senekovic schickt Ulmer allerdings jetzt wieder ins Feld. Aber Ulmer war ja
lange Zeit verletzt, konnte nur mit Injektionen fit gemacht werden. Er wird wahrscheinlich bald ausgetauscht werden müssen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Jetzt ist am Ball Ulmer. Sterling. Kirchhoff. Sehr gute Partie des blonden Kärntners, der in den Reihen der Föst spielt. Wieder Kirchhoff. Torhüter Mora. Und in den letzten fünf Jahren ist es ja für die österreichischen Clubs im Europapokal der Meister nicht gerade gut gegangen. Jeweils das Ausscheiden in der ersten Runde, 69 die Austria gegen Dynamo Kiew, 70 wieder der Austria gegen Atletico Madrid, also auch gegen eine spanische Mannschaft. Und dann dreimal hintereinander Swarovski Innsbruck gegen Benfica, gegen Dynamo Kiew und gegen CSKA Sofia. Und diesmal ist also die Föst an der Reihe. Zumindest auf dem Papier ein übermächtiger Gegner. Aber bisher haben die Spanier nicht sehr viel gezeigt. Lorenz. Ulmer Lorenz. Ja, die Verteidigung ist verwundbar, der Spanier. Nicht mehr die jüngste. Einige Herren über 30 in dieser Abwehr. Die beste Platzierung aller österreichischen Vereine im Europapokal der letzten Jahre hatte Rapid, nämlich 1968 wurde Rosenborg Trondheim, dann sensationellerweise Real Madrid ausgeschaltet, dann im Viertelfinale scheiterte Rapid an Manchester United. Rolf. Und immer wieder Kottan. Also das Experiment mit Kottan als Cruyff-Bewacher muss bisher als geglückt bezeichnet werden. Jetzt kommt bei der Föster Wechsel. Rath zieht bereits seinen Trainingsanzug aus und Ulmer wird wahrscheinlich das Feld verlassen. Kircher und Martial. Sehr brav Kircher, immer wieder. Lorenz, der Deutsche in der Reihe der Föst, Larionovs, Paul. Eine gute Distanz für einen Freistoß von Ulmer, aber er muss vom Feld. Er wird jetzt ausgewechselt. Hier haben Sie schon Rath mit der Nummer 14, neben Senekovic und hier kommt Ulmer. Hat sich sehr bemüht, aber es ging leider nicht länger. Jetzt bin ich gespannt, wie Senekovic spielen lässt, denn Rath ist an sich ein Verteidiger. Kottan und Sterling stehen schussbereit, Kottan. Schön geschossen. Spanier werden übrigens sofort nach dem Match wieder den Rückflug in die Heimat antreten. Sie haben sich über den Rasen des Linzer Stadions sehr lobend geäußert. Sterling. Ihm wird Bundeskapitän Stastny besonders wieder aufpassen, schon im Hinblick auf den Länderkampf gegen Ungarn in 10 Tagen oder in 12 Tagen. Jetzt wieder etwas abgeflaut, diese Partie. Aber Sie können sich ja selbst ein Bild über das Match machen.
aber nach stürmischen Anfangsminuten, man hat immer wieder den Eindruck, die Spanier wollen doch nicht ganz aus sich herausgehen. Sie wollen einfach das Stadion beim Rückspiel ausverkauft haben. Fürst gibt alles, für etwas mehr Glück wäre auch schon ein Treffer drinnen gewesen. Pech natürlich, dass Ulmer nicht mehr dabei ist. Larionov. Neskens und Fuchsbichler. Scharmann und Stering. Lorenz war es zuerst. Verzeihung, das ist Stering. Schön geschossen von Scharmann. Hier haben sie. Schauen Sie sich noch einmal an, Stering führt den Ball. Das ist schon Scharmann. Etwas abgerissen, dieser Schuss. Eckball für die Linzer. Larionov. Kein Abseits, Kircher. Dann Carlos. Riffe. Carlos. Das ist ein Revanche-Ball gewesen von Martial. Müsste die gelbe Karte geben. Die rote. Er hat, Schiedsrichter Emsberger hat die rote Karte in der Hand. Hatte die rote Karte noch nicht in der Höhe, er hatte die rote Karte in der Hand. Ich bin jetzt gespannt, was los ist. Stering wurde schwer gefault, ohne Ball. Ausschluss, jawohl, rote Karte. Wir schauen uns das jetzt noch einmal an. Martial verliert den Ball, wird etwas hart angegangen von Stering und jetzt passen sie auf, schauen Sie, volle Absicht, jawohl, volle Absicht und Martial ist ausgeschlossen. Völlig korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Emsberger. Ganz klar, die Absicht war sichtlich und die Spanier also jetzt mit 10 Mann in die letzten 19 Minuten und das könnte dem Spiel jetzt neue, andere Aspekte geben. Schade, dass wir aus dem Linzer Stadion nicht in Farbe übertragen können, aber wir haben hier leider ein zu schwaches Flutlicht. Man braucht für Farbübertragungen mindestens 600 Lux und die Anlage hier im Stadion leistet im Augenblick knapp 250. Und es ist überhaupt nur sehr knapp oder äußerst schwierig möglich, auch hier in Schwarz-Weiß zu übertragen. Aber die Linzer Stadtväter haben schon zugesagt, es wird voraussichtlich demnächst die Anlage verstärkt.
dann wird man auch aus dem Lizzi-Stadion in Farbe übertragen können. Wieder ein Foul. Den Spaniern gehen offensichtlich jetzt die Nerven durch, diesmal von Neeskens. Ein sonst an sich sehr ruhiger Spieler. Huberts. Schön gemacht, wieder Sterling ist wieder full fit. Huberts noch immer. Freistoß oder out. Out für die Spanier. Spanier also mit 10 Mann. Martial wird daher auch beim Rückspiel in Barcelona nicht dabei sein. Er wird von der UEFA gesperrt werden. Milanovic. Die Linzer haben einfach nur eine Chance, wenn sie über die Flügel kommen. Sterling. Interessant vielleicht, wenn man die Budgets der beiden Clubs vergleicht. 120 Millionen Schilling ist das Jahresbudget von Barcelona, nur etwa 7 bis 8 von Höchstlinz. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied auf dem grünen Rasen entdecken können. Milanovic vor Juan Carlos Potan. Greif macht keinen Stich. Potan. Charman. Lorenz. Mit langen Passes wäre diese Verteidigung zu knacken. Sie ist nicht unverwundbar. Larionovs. Aber sie kommen eben zu wenig, diese langen Passbälle. Scharmann. Ja. Kann sehr viel, dieser Scharmann, aber ein sehr schlampiger Fußballer. Nimmt alles immer wieder auf die leichte Schulter. Rath. Die letzte Viertelstunde ist angebrochen. 0 zu 0 nach wie vor. Die Witterung heute Abend im Linzer Stadion kommt zweifellos den Spaniern zugute. Es ist sehr warm, es ist schwül. Und jetzt wird die sogenannte Rapid-Viertelstunde eingeklatscht, aber für die Fürst. Denn heute im internationalen Bewerb wird ja nicht nur Linz, nicht nur Oberösterreich, sondern ganz Österreich hinter der Fürst. Wie ein Blick. Allgefüllte Linzer Stadion. Milanovic. Potan. Lorenz. Der Mann hat einen Bombenschuss, aber er schießt nicht. Der Greif sucht und sucht und er findet nicht den freistehenden Mann.
festgehalten von Sterling. Aber Cruyff ist ihm gar nicht böse, er ist eher böse auf seine Mitspieler, die sich nicht freistellen. Und er hat mir auch gestern gesagt, es ist natürlich mit den spanischen Fußballern schwerer zusammenzuspielen, sie sind viel eigensinniger, leichter zu spielen war es schon bei Ajax, aber Geld verdient er natürlich viel, viel mehr in Spanien. Der Ring von San Carlos. Das ist Cotton. Cruyff ist ihm etwas auf den Kopf gestiegen. Vrčić, der Libero der Linzer, Huberts wieder. Das Spiel der Spanier ist zweifellos eine Enttäuschung. Sie werden sich selbst ein Urteil über die Anlage der Spanier spielen, bilden. Aber offensichtlich wollen sie doch ohne Verletzung nach Hause kommen. Sie wollen ein volles Haus. Beim Rückspiel für die 120.000 Zuschauer. Das Montkamp-Stadion von Barcelona hat dieses Stadion wegen Cruyff extra ausbauen müssen und man will es weiter vergrößern. Der Linienrichter hatte die Fahne nicht in der Höhe, aber Schiedsrichter Emsperger wollte ein Abseits gesehen haben. Cruyff kann das nicht verstehen. Schauen wir uns das noch einmal an. Ich glaube fast, es war doch Abseits, aber zumindest auf gleiche Höhe. Und gleiche Höhe ist Abseits. Wer hätte das der Linienrichter zweifellos besser feststellen können, als der Schiedsrichter, der doch etwa 15 Meter weiter hinten stand. Neben Cotton, einer der besten der Linzer heute, und Asensi. Hubert für Sterling, Lorenz, Eckball müsste das geben, der Ball war abgefälscht, das war der Fuß eines Spaniers dazwischen. Das ist Michael Lorenz. Larionovs tritt den Eckball.
Huberts. Ja, das ist das übliche Zeitschien, noch etwa 8 Minuten. Rinus Michels kam übrigens schon 1971 zu den Spaniern. Im ersten Jahr wollte sich der Erfolg nicht einstellen, er kam eben erst dann mit Johann Kahl. Rath und Kapitän Torres. Die Linze kämpfen auch offensichtlich, mehr ist eben nicht drinnen. Schade, dass die Mannschaft doch jetzt gerade in einem Formtief ist. So wie sie vor einigen Monaten gespielt hat, so wie sie zum Beispiel Swarovski ins 4-3-0 bezwungen hat. In dieser Form hätte ich den Linzern ohne weiteres gegen diese Spanier ein oder auch den anderen Treffer zugetraut. Kircher. Scharmann. Die spanische Verteidigung schon wieder massiert. Ball von Hubert Santorres. Sinekovic schreit sich zwar die Seele aus dem Leib. Neskens. Und die letzten 5 Minuten sind da, nach wie vor 0-0. Scharmann, aber er spielt weiter. Und sollte es dabei bleiben, trotz allem muss man sagen, ein schöner Erfolg für die Linzer, denn jeder real denkende Mensch hat sich ja nicht erwartet, dass die Linzer die Spanier ausschalten. Stering, das wäre noch eine Möglichkeit. Scharmann, Fehler des Torhüters, Larionovs. Das wäre jetzt die Möglichkeit zum 1-0 gewesen. Ich hoffe, wir sehen das noch einmal. Ja, da ist es schon. Stering. Hier lag ich auch noch. Heute Mora schinde Zeit. Aber dort kann Larionovs ohne weiter stehen bleiben.
Freistoß noch einmal für die Linzer. Es war dort Pritschic. Nur weil ein ganz kurzes Resümee zieht, so muss man sagen, ein im Großen und Ganzen gesehen doch eher enttäuschendes Match, weil eben die Spanier sich mit diesem 0:0 zufrieden geben, weil sie doch nicht ganz aus sich herausgingen. Die Linzer haben zwar aufopferungsvoll gekämpft, mehr war eben nicht drinnen, aber jetzt immer noch Potan. Solche Fehler dürfen natürlich dann nicht passieren. Und alles andere als ein glatter Sieg in Spanien wäre natürlich, ein glatter Sieg für den FC Barcelona wäre natürlich eine Sensation, aber im Fußball ist ja alles möglich. Der Ball ist rund und das ist ja das Schöne am Fußball. Die letzten 45 Sekunden sind bereits angebrochen. Noch einmal Pritschic. Aber jetzt fehlt auch die Kraft. Dennoch ein großes Fußballfest im Linzer Stadion. Wird sicherlich lange dauern, bis das ein Johann Cruyff wieder auf österreichischem Boden spielen wird. Noch einmal der Ring. Larionov würde sich operieren. Die 90. Minute ist erreicht. Rechnet der Schiedsrichter noch etwas ein. Lorenz noch einmal. Kommt der Rückpass oder kommt er nicht? Eine 90. Minute ist abgelaufen. Jetzt der Schlusspfiff von Schiedsrichter Julia Emsberger aus Ungarn, der das Match sehr gut geleitet hat. Böstlings und der CF Barcelona brennen sich vor 24.000 Zuschauern im Linzer Stadion torlos 0:0. Eine hervorragende Ausgangsposition also für die Spanier, für den Kampf am 1. oder 2. Oktober in Barcelona. Trotzdem eine aufopferungsvolle Leistung der Föst. Es war eben gegen diesen großen Gegner nicht mehr drinnen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang. Ich verabschiede mich aus dem Linzer Stadion. Guten Abend. Helmut Zdenkovic, war für Sie dieses 0:0 ein Erfolg? Ich glaube, sagen zu können, dass das wirklich ein schöner Erfolg war. Denn es war erstens einmal ein schönes Spiel, es waren zwei verschiedene Halbzeiten. Und ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit war das fürs Publikum sehr mitreißend. Glauben Sie nicht, dass die Spanier noch mehr drinnen gehabt hätten? Nein, die Spanier haben nicht mehr drinnen gehabt. Sie haben wirklich das gegeben, was sie hatten. Aber ich möchte sagen, dass unsere Mannschaft hervorragend gekämpft hat und wirklich alles gegeben hat.
der Plan mit Kottan als Kraftbewacher ist voll aufgegangen? Ja, ich glaube sagen zu können, dass das hundertprozentig gelungen ist und dass er den Cruyff meines Erachtens hundertprozentig abgedeckt hat. Sie hätten ja das erste Spiel in Barcelona austragen können, haben die Platzwahl getauscht. Wenn Sie heute schauen, hätten Sie das noch einmal gemacht? Nein, ich möchte vielleicht so sagen, ich bin froh, dass trotzdem das Spiel das erste hier in Linz war, denn wenn man bedenkt, dass ich sehr viele verletzte Spieler gehabt habe oder noch habe, ist es doch günstiger, dass wir das erste Spiel zu Hause gehabt haben. Und sehen Sie eine Chance im Rückspiel? Ja, ich glaube, da sind die Sterne sehr hoch und so eine hervorragende Mannschaft wie Barcelona, da kann man nicht im Vorhinein sagen, dass wir jetzt nach Barcelona fahren und wir können dort eventuell über die Runde kommen. Aber ich möchte sagen, es ist nichts unmöglich. Also theoretisch wäre auch ein Aufstieg für die Fösterinnen? Ohne weiteres, aber das möchte ich wirklich erst richtig zu mir kommen lassen und zu uns, dass wir da hundertprozentig das uns anschauen und dann werden wir sehen, was in Barcelona nach dem Spiel ist. Hat es Ihr Konzept beeinflusst, dass die Spanier praktisch erst 2 Minuten vor Spielbeginn endgültig bekannt gegeben haben, dass sie praktisch mit 2 Sturmspitzen durchspielen? Nein, es hat nur einer ganz geringen Umstellung bedarf und die Spieler haben sich da hervorragend dann eingestellt. Dankeschön, Helmut Senekovic. Und nun zu dem Mann, der heute Johann Cruyff im Linzer Stadion kaltgestellt hat, zu Juri Kottan. Herzliche Gratulation zu Ihrer Leistung. Danke. Herr Kottan, es ist ja an sich, spielen Sie ja sonst etwas ganz anderes. Sie spielen im Mittelfeld oder im Angriff. Wie haben Sie sich auf Cruyff vorbereitet? Wie haben Sie sich auf ihn eingestellt? Ich habe mich heute, nicht nur heute, sonst fast die ganze Woche konzentriert, als ich gewusst habe, dass der Gerhard Horvath nicht spielen kann. Und ich habe mit meinem Trainer, Herr Senekovic, über den Cruyff gesprochen. Er hat mir alles erzählt, seinen Trick und seine Stärke, seine Schwäche, wenn er überhaupt sowas hat. Und ich habe mich heute ganz hundertprozentig konzentriert. Er war ja sehr schwer zu bekämpfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute nicht so. Mhm. Nicht so schwer. Und möchten Sie in Barcelona wieder gegen Cruyff spielen? Wenn der Trainer diese Aufgabe mir gibt, dann schon. Wo liegen seine Stärken im Antritt? Meine Stärke, meine Sie? Nein, die Stärke von Cruyff. Von Cruyff. Schnelligkeit, die Körperbeherrschung und alles, was möglich, alles, was ein Superstar haben kann. Vielen Dank, Juri Kottan. Herbert Rettenstein hatte das große Pech, der Teamtorhüter heute nicht mit dabei sein zu können. Wie haben Sie von der Bank heraus in das Spiel gesehen? Ja, das Spiel war für uns großartig. Ich glaube, ein Unentschieden gegen Barcelona ist wirklich ein Erfolg und ich hoffe, dass wir auch in Barcelona ein Unentschieden machen können. Ein 1:1, das wäre der Aufstieg. Ja, der Aufstieg, ja.